Das wird sich in wenigen Momenten ändern. Meter im Doppelstockschub, so will es das Reglement, und jetzt wird gewechselt in die freie Technik. Einmal hier rund ums Stadion und dann auf die erste von 5 Runden über je 2,5 Kilometer. Slepcova vorn, dahinter Kati Wilhelm. Im Feld verschwunden. Und wird als letzte beginnen. Hauswald hat bereits zweimal getroffen. Dreimal. Wilhelm schießt einen Fehler. Zwei bereits. Hauswald einen Fehler ebenfalls. Auch Anna-Karin Olofsson schießt einen Fehler, Kati Wilhelm bereits drei. Helena Jonsson hat zwar spät begonnen, aber dafür erfolgreich geschossen. Und auch Tina Bachmann mit einem Fehler bereits belastet. Martina Beck, fehlerfrei, jetzt hinaus in Führung vor Semerenko, Sühl, Gregorin, Berger, Jonsson und Bailly. Jetzt Simone Hauswald, 19,6 Sekunden. Wieder gibt Simone Hauswald den ersten Schuss ab und wieder ist es ein Treffer. Jetzt aber der erste Fehler. Also Hauswald schießt wieder einen Fehler und Beck jetzt sogar zwei. Berger hat null geschossen, Olofsson drei Fehler, muss dreimal in die Strafrunde. Da ist Andrea Henkel. Hat bereits dreimal getroffen, jetzt aber auch ein Fehler von Andrea Henkel. Es bleibt bei dem einen. Berger geht jetzt in Führung und Daria Domracheva ist ihr auf den Fersen. Also aus der großen Führungsgruppe ist jetzt erst einmal ein Führungspärchen geworden. Erste Verfolgerin ist Simone Hauswald, dahinter Jonsson, dahinter Semerenko und jetzt erst ist Kati Wilhelm da und links neben ihr oben sehen Sie auch Tina Bachmann. Beide korrigieren an der Gewehreinstellung. Der Wind von rechts nach links ist etwas stärker geworden im Vergleich zum Anschießen. Bachmann schießt ein. Im Stehendanschlag. Ziele sind etwas größer als im Liegendanschlag. 11,5 Zentimeter Scheibendurchmesser. Und die drei Verfolgerinnen sehen Sie im Hintergrund bereits herannahen. Und Domracheva schießt, man glaubt es kaum, auf die falschen Scheiben. Sie schießt auf Schießstand 2. Verflixt, das gibt es doch nicht. Jetzt hat sie es auch realisiert und auch Klaus Siebert. Das gibt es nicht. Und jetzt werden die anderen Athletinnen zurückversetzt. Da sehen Sie den Kampfrichter hinten. Und Domracheva hat tatsächlich Crossfire auf Schießbahn 2 geschossen. Ja, was kann man da noch zu sagen? Unglaublich, es wiederholt sich. Das sage ich eben gerade noch, so viel kann sie doch da nicht falsch machen. Und dann das. Da hat sie es nach dem dritten Schuss gemerkt, aber jetzt läuft sie natürlich. 4 Strafrunden, aber auch die anderen. Möglicherweise verunsichert, Berger nicht. Die hat null geschossen, Jonsson lässt sich Zeit, exzellente Stehenschützin. Bleibt fehlerfrei, Hauswald hat einen Fehler geschossen. Zwei Fehler Hauswald. Henkel bereits drei Treffer. 4 Treffer. Bleibt fehlerfrei. Martina Beck, 3 Treffer. Schießt jetzt ihren ersten Fehler stehen. Ja, Beck verlässt mit einem Fehler
den Schießstand, muss jetzt einmal in die Strafrunde, in der Daria Domracheva kreiselt. Ja, da bin ich gespannt, ob sie heute die Nerven hat, dieses Rennen durchzuziehen. Was mag ihr jetzt durch den Kopf gehen? Was mag auch Klaus Siebert, ihrem Trainer, durch den Kopf gehen? Eine wirklich unglaubliche Szene. Dort hinten Tina Bachmann. Drei Treffer für Bachmann. Mit jeweils einem Fehler. Und wir fragen mal bei Sigina. Jetzt ist Andrea schon da. Sie schießt sie zwei Fehler. Oder vielleicht Henkel. Fehler Berger, Treffer Herr Jonsson. Jetzt schießt aber auch Helena Jonsson einen Fehler. Ja, sie wirkte da nicht ganz so solide im Anschlag, wie man das kennt. Sonst steht sie da wie eine Eiche. Kann Andrea Henkel davon profitieren? Sie kann! Der Tipp von Rico Groß könnte aufgehen. Andrea Henkel wird hier zumindest in Führung liegend auf die Schlussrunde gehen. Berger und Jonsson beide noch in der Strafrunde. Berger läuft jetzt in ihre zweite Runde und Jonsson jetzt raus aus der Runde. 11 Sekunden der Vorsprung von Andrea Henkel. Auswald hat einen Fehler geschossen bis jetzt. Und ein zweiter kommt dazu. Und Martina Beck bleibt fehlerfrei jetzt hier beim letzten Schießen, wo sie reihenweise in die Strafrunde mussten. Domracheva ist da. Schießt hier einen Fehler bis jetzt. Und Beck vierte. 7 Sekunden, 8 Sekunden hinter Tora Berger. Wurde die, hat sie nicht angenommen, aber sie nimmt sich jetzt schon die Zeit für einen ersten Gruß. Und der Gruß geht auch an Rico Groß, an unseren Experten, der vor 41 Minuten gesagt hat, heute gewinnt Andrea Henkel und in diesem Moment ist es eingetreten. Jonsson wird, wie schon im Sprint, Zweite, verteidigt natürlich das gelbe Trikot als Führende im Gesamtweltcup. Wird sich möglicherweise ein wenig ärgern über ihren Fehler im Stehenanschlag in ihrer Paradedisziplin. Tora Berger aus Norwegen kommt als Dritte ins Ziel. Und Martina Beck kann Vita Semerenko in Schach halten. Hervorragendes Ergebnis. Platz 4. Semerenko wird Fünfter. Ein weiteres Ergebnis. Und hier findet sofort die Siegerehrung statt, denn das Massenstartrennen der Herren wird ja auch bald gestartet. Das heißt, hier keine Zeit verlieren. Um 13.20 Uhr gehen die Herren auf die Strecke.